SWR 1 Leute Night, der Radiotalk im SWR-Fernsehen. SWR 1 Leute an diesem SWR 1 Gesundheitstag mit einem Mann, der seine Gesundheit beinahe ruiniert hätte. Guten Morgen und herzlich willkommen, Rolf Bollmann. Guten Morgen, freue mich. Wann haben Sie Ihr letztes Glas getrunken, Herr Bollmann? Wie lange ist das her? Mein letztes Glas ist 27. April 1992. Mit anderen Worten, das sind fast 18 Jahre. Ja, 18 Jahre, ja. In welchem Zustand waren Sie, als Sie das letzte Glas getrunken haben? Katastrophal. Ich war in einem Flugzeug von Caracas nach Miami und da habe ich im Flugzeug, wollte ich einen Whisky nach dem anderen trinken. Da sagte mir die Stewardess, Sie dürfen keinen Alkohol mehr trinken. Das darf man Alkoholiker nicht sagen. Ich habe randaliert und dann haben sie mich im Rollstuhl rausgefahren. Ein sogenanntes County Detox, das ist ein Entgiftungsgefängnis, wo die Junkies aufgehoben werden. Und da lag ich da mit 28 Betten. Sind Sie da freiwillig hingegangen? Ach nein, das ist der Mythos. Der Mythos ist, der Alkoholiker muss freiwillig und mit Freude und ich will aufhören reingehen. Das ist alles Quatsch. Nein, mir haben sie einen Tritt in den Hintern gegeben. Ich musste reingehen. Wer hat Ihnen diesen Tritt verpasst? Das Leben hat mir diesen Tritt verpasst. Das Leben, das heißt mein Leben, ich war null, ich hatte nichts mehr. Das Leben hat mir diesen Tritt verpasst. Manchmal muss es auch ein Tritt von jemand anders sein. Sie waren 10 Jahre schwerst abhängig vom Alkohol, haben einen hohen Preis zahlen müssen, viele gescheiterte Beziehungen. Ja. Auswirkungen natürlich auch auf die insgesamt 3 Kinder, die aus diesen Beziehungen hervorgegangen sind. Ja, die natürlich auch psychisch belastet sind. Gerade Kinder, man meint immer, die Kinder bekommen nichts mit. Ja, der 3-Jährige, 2-Jährige oder 4-Jährige, der bekommt es ja nicht mit, dass da zu Hause was los ist. Wenn die Fetzen schon fliegen, wenn Mutter und Vater sich schon die Köpfe einschlagen. Kinder bekommen alles mit. Und das Schlimme daran ist, die leiden noch viel länger. Selbst wenn die Eltern schon wieder einigermaßen das ins Lot gebracht haben, leiden die Kinder, die können ihr ganzes Leben dann leiden. Konnten Sie denn die Beziehungen zu Ihren Kindern in diesen jetzt nun fast 20 Jahren, in denen Sie trocken sind, wieder reparieren? Ich glaube, es wurde repariert. Ich konnte nur Vorbild sein. Mit Blabla kann ich meinen Kindern nichts vormachen, sondern ich muss es vorleben. Früher mussten die Kinder zu mir kommen, weil der Richter es so entschieden hat. Mhm. Heute rufen sie mich an und sagen, Papa, dürfen wir zu dir kommen? Sind Ihre Kinder alkoholgefährdet? Nein. Sicher? Sicher kann man nie sein. Bei meinen Töchtern bin ich nahezu sicher. Bei meinem Sohn bin ich mir nicht ganz sicher, der ist 21 und der kommt natürlich in Berührung mit seinen Freunden, Studienkollegen und so weiter. Sind Sie sich denn für sich sicher, dass Sie nie mehr trinken werden? Nein, kann kein Alkoholiker sagen. Wenn mir ein Alkoholiker sagt, ich werde nie wieder trinken, dann ist es die größte Lüge, die er sagen kann. Ich kann nur eines sagen, ich tue heute alles, um nüchtern zu bleiben. Was heißt das? Ich tue alles, um nüchtern zu bleiben. Das heißt, in meinem Fall ist es ja nun so, indem ich anderen helfe, helfe ich mir ja selber. Waren Sie jemals in diesen fast 18 Jahren rückfallgefährdet? Nein, nicht rückfallgefährdet, aber es kamen 3-mal der Gedanke, da saß ich in so 5-Sterne-Restaurants und da waren neben mir dann so die Nuit Saint-Georges und Dom Pérignon und die ganzen wunderbaren Sachen. Ja, da kam schon der Gedanke, ach, es ist schade, dass ich nichts trinken darf. Wobei, ich darf ja trinken. Es geht nur um die Frage, will ich oder will ich nicht? Ja, wenn mir jemand sagt, mit 35, darf ich da mein ganzes Leben lang nicht mehr trinken? Sag ich, natürlich darfst du. Die Frage ist, willst du? Und bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Er war Alkoholiker, ist eigentlich falsch formuliert, weil nach der korrekten Definition ist man lebenslang Alkoholiker. In Ihrem Fall ist es so, dass Sie seit fast 18 Jahren trockener Alkoholiker sind. Sie haben vorhin gesagt, es gab 3 Situationen, in denen Sie quasi rückfallgefährdet gewesen waren, mit der Vorstellung, zu einem guten Essen jetzt doch ein gutes Glas Wein zu trinken. Sind Sie dann einen Schritt weitergegangen innerlich und haben sich vorgestellt, was gewesen wäre, wenn Sie dieses Glas getrunken hätten? Ja, es waren 3 Momente. Es waren so diese 5-Sterne-Restaurants mit Nuit Saint-Georges und Pérignon. Und da habe ich mir gedacht, ach, es ist doch schade, dass ich jetzt nicht trinken. Naja, ich meine, ich darf ja, aber dass ich jetzt nicht trinken will oder möchte. Das ist klar. Ja? Was wäre, wenn Sie getrunken wenn hätten? Wenn ich getrunken hätte,
wäre erstmal gar nichts passiert, aber es entsteht im Kopf, neurobiologisch entsteht etwas, der Dopamin und was weiß ich was, ich bin kein Arzt, aber das habe ich gelernt. Es wäre dazu gekommen, ach, das war doch in Ordnung, das Glas, hat ja nichts getan, am nächsten Tag spricht der Kopf wieder, sagt und so weiter, ich meine, der Teufel sitzt ja auf der Schulter und flüstert mir das Ohr dann, weil es Oropax rausgefallen ist. Und ich kann Ihnen sagen, nach 2 oder 3 Wochen wäre ich wieder dort gewesen, wo ich vor 18 Jahren mal war, wenn nicht schlimmer. Das heißt, ich kann es mir nicht mehr leisten. Deshalb diese rigide Entscheidung, lebenslang nicht mehr zu trinken. Nein, ich trinke nur heute nicht. Für mich gibt es lebenslang ist nicht überschaubar. Ja, ich trinke nur heute nicht. Ich sage mir, ich nehme mir heute Morgen vor, heute werde ich nicht trinken. Wissen Sie heute eigentlich mit fast 70 Jahren, warum Sie Alkoholiker geworden sind? Da gibt es viele Gründe. Es gibt natürlich auch genetische Gründe. Es gibt eine sogenannte Prädisposition. Meine Mutter war Alkoholikerin. Sie war, während ihrer Schwangerschaft hat sie Alkohol getrunken. Also ich bin schon als Alkoholiker auf die Welt gekommen, da habe ich noch keinen Schluck getrunken. Man muss dazu sagen, Sie waren das oder sollten das fünfte Kind werden und Ihre Mutter wollte Sie eigentlich gar nicht. Nein, wollte mich nicht, weil Papa gesagt hat, also 4 Kinder reichen und meine Mutter hat gedacht, na gut, wenn sie jetzt viel Alkohol trinkt, wird der Fötus rausgeschwemmt, wenn ich das unärztlich, unmedizinisch sagen darf. Dann war ich also schon prädestiniert. Aber es kommen natürlich auch soziale Komponenten hinzu. Ich hatte 4 Stiefväter, ja, also einen richtigen Vater, 4 Stiefväter und die wurden mehr und mehr Alkoholiker, ja, weil meine Mutter dann immer mehr und mehr trinkte und ja, gleich und gleich gesellt sich gern. Und so war bei uns zu Hause, war Alkohol zum einen Teil immer da und zum anderen Teil eine Katastrophe. War es irgendwann mal, Sie haben dann erstmal Abitur gemacht, Sie haben studiert, Sie haben Karriere gemacht, Sie haben 5 Sprachen gelernt. War es irgendwann auch ein Faktor, sozusagen mit der eigenen Leistung und mit der Einforderung von Leistung besser umgehen zu können? Am Anfang ja, aber zum Schluss, es ist so, dass bei vielen Berufen, wir kennen sie ja alle, Druck, also auf der einen Seite war es der Druck, den ich mir selbst gemacht habe, dieser Perfektionismus, ich möchte perfekt sein und dann kommt der Druck von der Wirtschaftswelt auf dich zu, Dinge zu erreichen, die du eigentlich gar nicht in der Stande bist zu erreichen, insbesondere wenn du sensibel bist, ja, und all diese Charakteristiken hat. Und dieser Druck hat mich kaputt gemacht. Herr Bollmann, Sie waren ein hochkarätiger Manager, Sie waren international tätig, Sie haben viel Geld verdient, Sie haben im Luxus gelebt oder hätten, wenn Sie es gewollt hätten, im Luxus leben können und haben bedingt durch eine Minimum 10 Jahre andauernde Alkoholkarriere ziemlich viel, wenn nicht alles, in den Sand gesetzt. Wie viel haben Sie in Ihren Hochzeiten getrunken pro Tag? Ja, das waren gute, ob es ein Bier war, Wein war, Whisky war, Alkohol oder Wodka war. Aber es waren immerhin, ja, umgerechnet 2, 3 Flaschen Wein waren es immer. Jeden Tag? Jeden Tag. Angenommen, zu Ihrer Hochzeit wären Sie hier bei uns gewesen und hätten zwischen 10 und 12 Sendungen gemacht. Wären Sie nüchtern gewesen? Nee. Nicht? Was hätten Sie getrunken gehabt vorher? Oh, da hätte ich mir vorher einen Whisky getrunken und hätte wahrscheinlich auch noch dazu Valium genommen, weil ich brauchte immer die Mischung. Ja, also ich, wenn schon, dann richtig. Ich meine, auch wenn ich in ein Flugzeug gegangen bin, ich konnte in kein Flugzeug einsteigen. Ich bin gestern von Mallorca zurückgekommen, brauchte kein Whisky. Ich brauchte kein Valium. Ja, aber damals brauchte ich Whisky und Valium um meine Angst. Es geht ja um Angst. Es ging um meine Angst zu betäuben. Also Sie wären mit diesem Paket Whisky plus Valium hier angekommen. Genau. Ja. Dann wäre es 10 Uhr gewesen. Sie hätten gewusst, die Sendung dauert 2 Stunden. Ja. Hätten Sie dann irgendwie versucht, in diesen 2 Stunden noch irgendwie was zu trinken? Wahrscheinlich hätte ich noch eine Tablette genommen zwischendurch. Ich hätte versucht, so zu tun, als ob hier dieses Wasserglas zu nehmen. Aber es kommt darauf an, also in der letzten Phase wäre ich wahrscheinlich schon zittrig geworden, hätte schon ein bisschen innere Unruhe bekommen. Sie hätten was machen müssen? Ich hätte was machen müssen, ja. Und hätte dann wahrscheinlich eine Tablette genommen. Aber Sie hätten die Scheu gehabt, sozusagen offen Alkohol zu trinken? Ja, um Gottes Willen, nie, niemals. Ich hätte natürlich, ja, Scham. Scham? Scham, ja. Das hat funktioniert bis zum Schluss, dieses Schamgefühl? Das Schamgefühl funktioniert nicht. Ich meine, ich habe die Scham verdrängt. Wir müssen ja auch, es gibt ja auch ein Wort, das heißt Entschuldigung. Das hat mit Schuld zu tun. Ja, und dann gibt es das Wort Scham.
aber es gibt kein Wort Entschämung. Ich kann mich nicht entschämen. Das okay. heißt also, das Scham liegt viel tiefer. Mhm. Wenn ich von der Scham raufkomme in die Schuld, dann bin ich schon geheilt, weil ich kann ich mich entschuldigen. Aber wenn die Scham unten liegt, dann muss ich sie betäuben. Also es gab bei Ihnen die Kombination Alkohol, schwerpunktmäßig Whisky plus Valium. Kam Kokain dazu? Nein. Kam also Kokain, Haschisch, Marihuana ja, dazu? Ja, natürlich, das kam dazu. Ich habe ja in Venezuela gelebt, das ist ja Kolumbien, das ist ja nicht weit entfernt. Gut, Kokain war es nicht, aber es war Mary Jane, haben wir gesagt, Marihuana und Grass und das kam alles dazu. Ich habe 1 Kilogramm Marihuana in meinem Haus gehabt. 1 Kilo. Ich muss mir mal vorstellen, es war ein ganzer Sack voll. Das ist relativ viel, ja. Das habe ich in der Pfeife geraucht. Also bei diesen Unmengen an Drogengeschichten, die Sie da sich reingepfiffen haben, und Alkohol ist ja letztlich oder im auch weiteren Droge. Sinne auch definiert Droge. Auch eine Droge, ja. Waren Sie da eigentlich ab und an mal an dem Punkt, wo Sie sich gesagt haben, es ist ein bisschen viel geworden ach inzwischen, wo. Ich muss das mal reduzieren? Ach, noch nie, nicht? Nimmer. Es war alles ganz normal. Ja. Das war alles ganz normal. Auch wenn Sie beobachtet haben, dass die Mengen sich gesteigert haben? Nein, das habe ich nicht gemerkt. Weil Sie es nicht merken wollten? Nein, ich habe das gar nicht gemerkt. Für mich war das Ganze, ich meine, es ging so weit, dass ich eine Entgiftung gemacht habe, 7 Tage lang in einem Entgiftungsgefängnis in Miami. Da lag ich in einem Zimmer mit 28 Betten, Plastikleintüchern. Und dann kam ich in eine Reha und dann haben sie mich gefragt, did you ever have a blackout? Ja, also haben wir schon mal einen Blackout gehabt. Ja. Dann habe ich gesagt, ich Blackout, nee, noch nie gehabt. Ich habe also Verleugnung bis zum geht nicht mehr. Waren Sie, Herr Bollmann, damals eigentlich Spiegeltrinker oder Quartalsäufer? Ja, das ist nett. Ist nett. Ich war Spiegeltrinker, also Pegeltrinker. Ich brauchte meinen Pegel. Quartalsäufer gefällt mir nicht, weil das würde bedeuten alle Vierteljahre. Mhm. Ich nenne sie Episoden- oder Phasentrinker. Das heißt, sie können 2 Wochen, 3 Wochen aussetzen. Ich glaube, Harald Junke gehörte zu diesen Typen. Und das Tragische bei diesen Typen von Alkoholikern, die nennt man Epsilon nach Professor Jelinek, Epsilon-Trinker, dass man die sehr schwer packen kann. Weil wenn die 2 Wochen ausgesetzt haben, nichts zu trinken, gehen die zum Arzt, ja, lassen sich untersuchen, ihre Leberwerte, kommen mit fantastischen Leberwerten zurück, zeigen sie ihrer Frau und sagen, erzähl mir doch nicht, dass ich Alkoholiker bin. Mhm. Ja? Ich war Spiegeltrinker, da ist es also was ganz anderes. Nicht? Da ich brauchte meinen Spiegel und das Schlimme ist, dass die Abstände immer kürzer werden. Mhm. Ja? Wenn ich früher mal um 11 Uhr nachts ins Bett gegangen bin, bin ich in der Früh um 7 Uhr aufgewacht und hatte schon mal zitterige Hände. Mhm. Ja? Aber das hat sich verkürzt auf 4 Uhr, 3 Uhr, 2 Uhr, bis ich aufgewacht bin. Und es hat ja noch viele andere Alarmsignale bei Ihnen gegeben. Das fängt damit an, dass Sie wie viele Autos zu Schrott gefahren haben? 14. 14 Autos zu Schrott gefahren? Ja. Wie viele Menschen haben Sie dabei gefährdet, verletzt Gott oder gar getötet? Ich sage es ganz bewusst jetzt, Gott sei Dank, ich bin ja auch sehr gläubig geworden, Gott sei Dank nicht einen einzigen Menschen getötet, nicht einen einzigen Menschen verletzt. Und ich selbst hatte nur einen Kratzer am Knie. Mhm. Bei 14 Autos, die ich gegen den Baum gefahren habe, überschlagen habe, ein Kratzer am Knie. Mehr und da nicht. Ist Ihnen nie der Führerschein entzogen worden? Doch, einmal ist er mir entzogen worden. Da habe ich gerade versucht, mit Tabletten mich vom Alkohol runterzuschrauben. Mhm. Und da habe ich eine Flasche Bier getrunken und da haben sie mich blasen lassen und da haben sie nichts gemerkt. Mhm. Aus. Okay. Ja, ich sitze hier als Wunder. Punkt. Ja, auch als medizinisches Wunder, weil es keine Spätfolgen gibt bis heute? Als medizinisches Wunder sitze ich hier. Mhm. Ja? Meine Leber ist in Ordnung. Also nicht diese Quartalsäufer und die Spiegeltrinker, das ist eine ganz heikle Sache beim Quartals- oder beim Phasen- oder Episodentrinker, nenne ich sie. Ja, die aussetzen, weil die zu packen und die zum Geständnis, den Verleugnungsmechanismus zu brechen, ist viel schwieriger. Wobei, den Verleugnungsmechanismus hatten Sie als Spiegeltrinker in Ihren Beziehungen ja auch. Immer. Also Sie waren in 2 Ehen drin und diese Frauen haben vermutlich mehr oder weniger eindringlich versucht auf Sie einzuwirken, ja, weniger zu trinken. Ja, ich muss dazu Folgendes sagen und das ist Fakt, das ist Tatsache, unumstößliche Tatsache. Die Familie wird es nie und nimmer schaffen, einen Alkoholiker dazu zu bringen, außer sie setzen unter maßlosen Druck. Trennung. Ja, ich lasse mich scheiden von dir. Mhm. Ja gut, dann